Frohe Ostern und herzlich willkommen hier im Gemeindezentrum Mühlendal. Am Ostersonntag erinnern wir uns an das, was Gott mit Jesus für uns gemacht hat. Und wir feiern das Leben, jeder und jede am eigenen Bildschirm. Und es ist schön, dass du mit dabei bist. Viele von euch haben einen Umschlag bekommen mit so ein paar Sachen drin, die man für den Gottesdienst gut brauchen kann. Den dürft ihr natürlich schon aufmachen. Aber auch diejenigen, die keinen Umschlag bekommen haben, können ohne Probleme mitfeiern. Vielleicht nutzt ihr die Minute, die wir bis zum Anfang noch haben, dafür, um, wenn ihr die habt, drei Kerzen bereitzustellen. Die zünden wir dann gleich zusammen an. Jetzt gehen hier gleich die Glocken los und ich wünsche euch und wir wünschen euch einen gesegneten Gottesdienst. Wie Mutter und Vater. Er hat uns allen das Leben geschenkt. Darum zünden wir nun die blaue Kerze für das Leben an und singen: Du bist da, wo Menschen leben. Jesus hat uns gezeigt, wie sehr Gott uns Menschen liebt. Er will, dass wir seine Liebe weitergeben. Darum zünden wir die rote Kerze für die Liebe an und singen: Du bist da, wo Menschen lieben. Der Heilige Geist, das ist Gottes Kraft, mit der er uns Hoffnung gibt. Wir zünden eine dritte Kerze für die Hoffnung an und singen: Du bist da, wo Menschen hoffen. Wenn ihr zu mehreren diesen Gottesdienst vor demselben Bildschirm feiert, dann nehmt euch jetzt die Zeit und begrüßt euch nochmal richtig. Guckt einander in die Augen und sagt jeder und jede zu jedem und jeder: Schön, dass du da bist, frohe Ostern. Auch wenn du alleine vor dem Bildschirm sitzt, mach dir klar, du bist nicht allein. Du bist verbunden mit ganz, ganz vielen anderen. Nimm dir einen Moment Zeit und denk an die Menschen, die du jetzt gerne bei dir hättest. Und mach dir auch klar, du bist Teil einer großen Gemeinschaft. Und es ist schön, dass du da bist. Wir beten mit Worten aus Psalm 118. Und ihr seid herzlich eingeladen, immer den Kehrvers mitzusprechen. Er lautet: Dieser Tag ist Gottes Tag. Gott hat ihn gemacht. Dieser Tag ist Gottes Tag. Wir können uns freuen. Dieser Tag ist Gottes Tag. Heute feiern wir. Ich war schwach, aber Gott ist meine Stärke. Ich hatte keine Stimme, aber Gott singt in mir. Ich war verletzt, aber Gott macht mich heil. Dieser Tag ist Gottes Tag. Er hat ihn gemacht. Dieser Tag ist Gottes Tag. Wir können uns freuen. Dieser Tag ist Gottes Tag. Heute feiern wir. Ich war am Ende.
aber Gott fängt mit mir neu an. Ich lag am Boden, aber Gott hebt mich auf. Ich lebe. Ich kann Gottes Taten in die Welt hinausrufen. Dieser Tag ist Gottes Tag. Er hat ihn gemacht. Dieser Tag ist Gottes Tag. Wir können uns freuen. Dieser Tag ist Gottes Tag. Heute feiern wir. Ein Wunder ist vor unseren Augen geschehen. Ein Wunder Gottes. Die Bauleute warfen einen Stein fort, denn sie meinten, dass er für das Haus nicht zu gebrauchen sei. Aber jetzt trägt dieser Stein das ganze Haus. Ohne ihn könnte es nicht bestehen. Was für ein Wunder für unsere Augen. Schaut hin und ruft mit mir. Dieser Tag ist Gottes Tag. Gott hat ihn gemacht. Dieser Tag ist Gottes Tag. Wir können uns freuen. Dieser Tag ist Gottes Tag. Heute feiern wir. Wir beten weiter. Danke Gott, dass du Jesus aus dem Tod ins Leben gerufen hast. Danke, dass du auch uns aus dem Tod ins Leben rufst. Lass das Licht deines Ostermorgens in unser Leben hineinleuchten. Schenke uns neue Anfänge, wo alles vorbei scheint. Roll die Steine weg, die unsere Herzen schwer machen, die unseren Blick versperren für die Wunder, die du für uns bereithältst. Amen. Mein Name ist Maria, Maria aus Magdala. Entschuldigt, ich bin noch etwas aufgeregt. Mir ist so ein großer Stein vom Herzen gefallen. Wir sind heute Morgen zum Grab von Jesus gegangen. Ihr habt sicher gehört, was mit ihm passiert ist. Jesus, der war Gottes Sohn. Oder ist? Ach, das ist alles noch so verwirrend. Auf jeden Fall, er hat Menschen geheilt. Er hat ihnen Hoffnung gemacht. Und er hat ihnen gesagt, ihr seid Gottes Kinder, egal was andere denken. Manche Menschen hatten Angst vor ihm. Es hat nicht allen gefallen, was er gemacht hat. Also haben sie einen Prozess mit ihm gemacht. Und naja, er ist am Kreuz gestorben. Aber heute Morgen, da sind wir eben zum Grab gegangen, um nach Jesus zu sehen. Und als wir dorthin kamen, naja, da war der Stein vor dem Grab weggerollt und das Grab, das war leer. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie erschrocken wir waren. Und dann war da plötzlich ein Engel am Grab. Der hat gefragt, was machen denn die Lebenden bei den Toten? Und ihr könnt nicht glauben, was dann passiert ist. Dann war Jesus selbst da. Und als er meinen Namen gesagt hat, da wusste ich, das ist Jesus. Und ich wusste, Gott hat ihn nicht alleine gelassen. Alles das, was mit Jesus angefangen hat, das ist noch nicht vorbei. Da ist mir wirklich ein Stein vom Herzen gefallen. Ein Stein, der war noch größer als der vor dem Grab.
Ja, das bin dann wohl ich. Der Grabstein, der vor dem Grab weggerollt ist. Und ich kann euch sagen, das ist gar nicht so toll. Denn als Aufgabe habe ich ja eigentlich, ein Grab zu beschützen und davor zu liegen, sodass niemand mich wegrollen kann. Ich habe so lange darauf gewartet, zum Einsatz zu kommen. Und dann das. Was da los war, kann ich gar nicht so genau sagen. Da waren ein paar Soldaten, die haben mich vor dieses Grab gerollt. Und ich habe dann schon gemerkt, so groß und dick wie ich bin, das muss ein wichtiger Mensch gewesen sein. Und ich war so stolz, dieses Grab zu bewachen. Und dann habe ich gemerkt, dass hinter mir alles voller Leben war. Ich habe mich schon gewundert, aber dachte mir, ich bewache dieses Grab gut. Plötzlich hat mich jemand zur Seite gerollt, als wäre ich so leicht wie ein Sack Federn. Ich habe mich gewundert, denn eigentlich dachte ich, ich bin der schwerste Stein auf dieser Welt. Und plötzlich war ich leicht, so wie noch nie. Irgendwie war das auch ein schönes Gefühl. Mal ganz so leicht zu sein. Und wir, Gott und Jesus und ich, wir haben der Welt gezeigt, der Tod ist zu besiegen. Wer so einen so schweren Stein wie mich wegrollen kann, dagegen ist der Tod doch gar nichts. Da hat Gott ja ganz schön was ins Rollen gebracht. Zuerst nur einen Stein. Einen ziemlich großen und schweren zwar, aber doch nur einen Stein. Zuerst einen Stein, der vom Grab wegrollt, der die Sicht freigibt auf etwas, was dahinter liegt und was sich keiner hätte vorstellen können. Alle dachten, Jesus ist tot, war er ja auch. Und sie haben gedacht, jetzt ist alles aus und vorbei. All das, was er uns erzählt hat, was er uns gezeigt hat, das waren vielleicht schöne Geschichten, aber ganz so wichtig können sie ja nicht gewesen sein, wenn am Ende der Tod doch gewinnt. Und wenn der Tod über Jesus gewinnt, dann gewinnt wahrscheinlich am Ende auch der Krieg über den Frieden. Dann gewinnen die Starken über die Schwachen. Dann gewinnt der Zweifel und die Verzweiflung über Glauben und Vertrauen. Als alles stillstand, da hat Gott was ins Rollen gebracht. Erst einen Stein, der vom Grab wegrollt und der die Sicht freigibt auf Ostern. Jesus lebt. Und deswegen werden wir auch leben. Und deswegen wird am Ende nicht der Krieg über den Frieden gewinnen und nicht die Starken gegen die Schwachen, die Großen gegen die Kleinen. Und den Menschen damals sind Steine vom Herzen gefallen, weil sie verstanden haben, es war eben doch nicht alles umsonst. Und weil Gott ganz klar gezeigt hat, auf wessen Seite er steht. Den Menschen damals sind Steine vom Herzen gefallen. Und die wiederum haben auch wieder was ins Rollen gebracht, weil die Freundinnen und Freunde von Jesus das weitererzählt haben, was ihnen da passiert ist. Und wie so ein runder Stein ist diese Geschichte durch die Zeiten gerollt, hat immer mehr mitgenommen. Seit 2000 Jahren ist sie unterwegs und heute rollt sie uns wieder mal vor die Füße. Und ich kann diese Geschichte heute gut gebrauchen, in diesem Jahr. Ich brauche im Moment solche Geschichten,
von Steinen, die weggerollt werden, vom Leben, das gegen den Tod gewinnt, von Herzen, die so ein bisschen leichter schlagen, von Gott, der sagt, da, wo ihr am Ende seid, da bin ich noch lange nicht fertig. Da, wo ihr das Gefühl habt, vor einer Mauer zu stehen, da rolle ich den Stein weg, egal wie groß er auch ist, damit ihr klar und weit sehen könnt. Ich lasse euch nicht allein, niemals. Da hat Gott ganz schön was ins Rollen gebracht. Und ich will mich mitreißen lassen. Ich will Teil einer Geschichte sein, in der das Gute das Böse besiegt. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam mit euch und füreinander beten. Wir laden euch ein, all die Steine, all das, was eure Freude bedrückt, abzugeben. Nehmt dafür einmal die Steine aus Papier, die wir euch mitgeschickt haben. Auf diese Steine könnt ihr genau das aufschreiben oder ihr malt es auf. Nehmt euch doch jetzt etwas Zeit, um diese Steine gemeinsam zu beschriften. Wir werden jetzt drei Gebete mit euch sprechen. Und nach jedem dieser Gebete habt ihr die Möglichkeit, euren Stein zusammenzuknüllen und in hohem Bogen wegzuwerfen. Und gemeinsam rufen wir: Der Stein ist weg, Jesus lebt. Guter Gott, seit über einem Jahr leben wir mit dieser Pandemie. Seit über einem Jahr begleitet uns Ungewissheit, wie es weitergehen wird. Wir haben neue Ängste kennenlernen müssen. Wir mussten unseren Alltag, unser Zusammenleben verändern und teilweise aufgeben. Wir mussten verzichten und vieles hinter uns lassen. Das bedrückt mich und lastet auf mir. Deshalb bitten wir dich, Vater, nimm weg, was uns aus der Vergangenheit bedrückt.
Der Stein ist weg. Jesus lebt. Jesus, gerade ist Leben so schwer. Der Kindergarten, die Schule, das Geschäft musste wieder schließen. Mit den Freunden gemeinsam spielen oder zusammensitzen geht doch noch nicht. Der Wunsch, wieder andere liebe Menschen begegnen zu können, wird langsam unerträglich. Die Zahlen steigen wieder und es gab vielleicht wieder eine Zeit in Quarantäne zu Hause, abgeschnitten von der Welt. Deshalb bitten wir dich, Jesus, nimm weg, was uns jetzt gerade belastet. Der Stein ist weg, Jesus lebt. Heilige Geistkraft, wir wissen nicht, wie das alles werden soll. Wann wird es aufhören, dass Menschen an Covid sterben? Wann werden wir unsere Masken wieder ablegen können und einander umarmen können? Was wird bleiben nach so langer Zeit Distanz zwischen uns Menschen? Wie sollen wir das alles aufarbeiten und aufholen, was verpasst wurde? Deshalb bitten wir dich, Heiliger Geist, nimm weg, was uns mit Blick auf die Zukunft quält. Der Stein ist weg, Jesus lebt. Wir beten weiter. Gott, du hast gezeigt, dass du stärker bist als all die Steine, die uns beschweren. Lass du diese Botschaft in mein Herz, dass auch meine Steine weggerollt sind. Dass ich mich heute an diesem Tag freuen kann, dass du lebst und mit mir bist im Leben. Dass meine Geschichte und die der Welt auf dich zuläuft, weil das Grab leer bleibt und das Leben gesiegt hat. Halleluja. Amen. Alles, was uns noch bewegt, bringen wir in das Gebet, das Jesus uns beigebracht hat und das die Welt umarmt. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Mit dem letzten Lied stimmen wir so richtig in den Osterjubel mit ein. Wir singen Laudato Si und ganz, ganz viele Leute aus der Gemeinde singen mit. Das werdet ihr schon sehen. In den Umschlägen, die ihr bekommen habt, sind Wunderkerzen. Und jetzt ist die Zeit gekommen, um die rauszuholen und, wenn ihr mögt, beim letzten Refrain diese Wunderkerzen anzumachen und wirklich aus vollem Hals das Leben zu feiern. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, gesegnete Ostern und hoffentlich bis ganz bald. Laudato Si. Oh, mio Signore, er hat zu uns
Oh mio Signore, lavaci. Oh mio Signore, lavaci. Oh mio Signore, lavaci. Steine von Herzen fallen. Nein, das will ich nicht sagen. Meine Aufgabe ist, das Grab von... Das Grab... Noch. Ich würde auch nicht... Ist jetzt schon soweit? Ich weiß nicht. Einfach nochmal. Ach, Quatsch. So, warte. Ich will einfach... Nein. Ah. Ja. Gut. Diese Geschichte. Nein, das ist alles Quatsch. Soll ich nochmal? Jesus hat uns gezeigt. Kann das mir jemand anderes machen, bitte?